versucht einen Stop zu spielen und da steht Greisel genau richtig und lupft die Scheibe mit der Rückhand ins Netz. 1:0 für die Gäste. Ach, 4,5 Minuten. 21. Saisontor für Braden Greisel, dem 26-jährigen Kanadier. Blomqvist, Neuzugang bei den Gästen. Also neu ist er auch nicht, kam vor Weihnachten, aber... Und, ja, da erzielt er das 2:0, das zweite Powerplay-Tor des Abends für die Gäste durch die Hosenträger. Jetzt haben wir Blomqvist mit seinem 12. Saisontor für den ESVK. CJ Stretch. Und Außenpfosten, die Löwen jubeln, aber Schiedsrichter gibt das Tor. Und es steht 1:2. Aubry auf Stretch, der legt ab auf Erik Stefan und er feuert die Scheibe da ins Tor. War ganz klar drin, war nicht der Pfosten, war das Torgestänge hinten in der Mitte. Deshalb ging es so schnell wieder raus. Und wieder Platz für Silly. Weiß. Jetzt laufen hier beide Mannschaften so richtig auf. Blesel und der Ausgleich durch Max Blesel. Max Blesel mit dem 3. Saisontor. Der 19-Jährige. Wichtiges Tor für die Löwen. Und da rutscht die Scheibe. Stefan Weiß durch die Fanghand. Aber den habe ich als Vorgabengeber gesehen. Und auf der anderen Seite geht es wieder weiter. Clark Breitkreuz. Auf Laub und im Nachsetzen. Der 3. Treffer für die Löwen. Lukas Laub im ersten und David Cespiver im Nachsetzen. Da kommt er jetzt gleich wieder zurück. Thomas Soni, vielleicht reizt er für einen Schuss. Müller. Und im Nachsetzen ist Brett Breitkreuz zur Stelle. In der letzten Sekunde des Powerplays erhöhen die Löwen auf 4:2. Ersten Schuss pariert er noch. Stefan Weiß rutscht dann neben das Tor und da steht dann Brad Breitkreuz. Mutterseelen allein, den haben die Verteidiger übersehen. Und Richie Müller zusammen mit Jared 2:1. Richie Müller und Jared im Nachsetzen knapp vorbei, aber Richie Müller immer noch in der Scheibe. Gute Möglichkeit für die Löwen da in Unterzahl.
Und auf der anderen Seite tanzt Gracel die Löwenverteidigung aus und verkürzt auf 4:3. Man sieht Erik Stefan gar nicht gut aus. Schönes Tor durch Braden Gracel, sein zweites heute Abend. Saisontor Nummer 22 für den 26-Jährigen aus Calgary und damit steht es nur noch 4:3 für die Löwen. Und auch die Scheibe ist nur ein Befreiungsschlag. Christili auf Jarrett und die Entscheidung. Eiskalt macht Kapitän Patrick Jarrett da den Empty Netter zum 5:3, 20 Sekunden vor dem Ende. Und damit erzielt Jarrett Saisontor Nummer 14. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.